Am Samstag findet in der Stadthalle Cottbus wieder die traditionelle Berufsorientierungsbörse statt. Ausgerichtet wird sie in Zusammenarbeit von der Agentur für Arbeit Cottbus, der Handwerkskammer Cottbus, der IHK Cottbus, der Stadt Cottbus und des Landkreises Spree-Neiße. 65 Aussteller sind angemeldet. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr haben alle Schüler und Schülerinnen, die sich über Zukunftsmöglichkeiten oder Ausbildungsstellen informieren möchten, die Möglichkeit, in die Stadthalle zu kommen. Es wird unter anderem professionelle Beratung zu Ausbildung und Berufswahl, den Bewerbungsmappencheck und Ausbildungsberufe zum Anfassen geben. Außerdem können sich die Interessierten auch direkt bei den Betrieben bewerben. Es ist keine vorherige Anmeldung nötig und der Eintritt ist frei.